So, ich habe jetzt gerade im Warmen die GoPro-Kameras angebracht und die Halterung am Kickspark montiert, die mich mit der GoPro im Superweitwinkel von vorne filmen wird. Und eine GoPro ist oben wieder am Lenker. Idiot! Ich brauche jetzt wirklich alle Vorsicht. Ich brauche sogar mein Handy, das muss ich jetzt unbedingt noch suchen und gut einpacken. Denn wenn ich hier unterwegs einen Sturz mache oder eine Panne habe, dann kann das ziemlich blöd werden. Aber okay, es ist mein Wetter als Alaska vor der Zelttür liegt. So, raus in den Sturm. Hey Lucy, Fly geht. Geh, 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 geh. Ab. Geh. Lucy, geh. Fly, komm. Komm, Fly, komm. Komm her, Fly. Komm her. Hier hin. Luzi, komm. Komm her. Fly, komm her. Luzi, komm. Que viene de la montaña. Luzi, komm. Es scheint, ihr habt ja Lust auf Schneesturm, wa? Okay. Sehen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, wie man sieht, brettert heute mit der stärkste Schneesturm über den Hohen Westerwald. Und ich brauche zum ersten Mal in diesem Winter tatsächlich volles Programm. Helm plus Skibrille. Ohne Skibrille könnte ich jetzt überhaupt nicht die Augen aufmachen. Fetter, starker Wind in den Böen bis Windstärke 7. Dazu starker Schneefall. Und ich werde jetzt mit meinem Kickspark losziehen und mit meinen Hunden Fly und Lucy. Und wieder mal gilt, als Alaska plötzlich vor der Zelttür liegt. Lucy, komm. Komm her, Fly. Komm her. Hier hin, Lucy, komm. Komm her. Fly, komm her. Lucy, komm! Langsam! Lucy, komm! Komm her! Hier hin! Okay, okay, ja, geradeaus, geradeaus, yeah. Okay, okay, ja, geradeaus, geradeaus, yeah. Jawohl, super, lauf die Hunde. Lucy, wo bist du? Weiter, weiter geht's. Jawohl, super, lauf die Hunde. Lucy, wo bist du? Weiter! Weiter geht's! Echt fett! GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Aufnahme starten. Geradeaus, Lucy. Geradeaus.
Geh geradeaus. Hierher, Luzi. Die Hunde sind etwas irritiert. Weiter. Und ab die Post, geradeaus. Yeah. Hola. Ja, so laufen die Hunde. Hier geht's echt ein bisschen schwierig weiter. Ja, lauft. Oh, ja, herrlich. Weiter. Geradeaus, Luzi. Geradeaus. Geh geradeaus. Hierher, Luzi. Die Hunde sind etwas irritiert. Weiter. Und ab die Post, geradeaus. Yeah. Voilà. Ja, super. Weiter. Geh. Hola. Maschine kaputt? Nee, ich muss den Strom wechseln. Okay. Wo hast denn die Maschine her? Was? Wo hast die? Die schon 3 Jahre. Echt? Wie du damit? Ja, sehe ich. Ich dachte eben, hat er jetzt den Rasenmäher umfunktioniert? Junge, Junge, es geht. Das habe ich schon abgeholt gestern. Oder? Ach nee, doch, ich habe Skistöcke, neue Skistöcke. Mach's nachher jetzt. Du kannst auch einfach, wenn du drin bist, stellst du dich da in die Ecke. Nee, ich will gar nicht. Das ist zu gefährlich. Das wäre auf mein Risiko. Nein. Okay, dann eben nicht. Alles klar. Ich brauche auch, glaube ich, keine Skistöcke mehr heute. Wenn ich hier zurückkomme, bin ich genug gestellt. Ja, heute Neue. Du kannst auch einfach, wenn du drin bist, stellst du dich da in die Ecke. Nee, ich will gar nicht. Das wäre auf mein Risiko. Nein. Okay, dann eben nicht. Alles klar. Ich brauche, glaube ich, keine Dienststücke mehr heute. Hier von zurückkommen bin ich Riders genug gestellt. Genug. Into this house we're born. Die haben gar keinen richtigen Bock, die brauchen auch eine Skibrille. Into this world we're thrown. Und holla, geradeaus, Luzi, geradeaus. Like a dog without a bone. Und wir Riders on the storm. Holla. Die haben gar keinen richtigen Bock.
There's a killer on the road. His brain is swerving like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Langsam, Luzi, langsam. Alter. Ja, super. Weiter, kämpft euch durch. Fette Schneewehen. Weiter. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.
super. Weiter! Wir müssen hier durch! Jawohl! Und hola! Ah, super! Wow, was Schneewehen hier! Geh weiter. Ja, weiter. Ja, aber du. Super macht ihr das. Oh, Smash. Ober, unterirdisches Wasser tritt an den Seiten auf, was nicht gefriert, auch wenn es kälter ist. Auch wenn es Minusgrade sind wie jetzt. Friert dieses Wasser nicht. Weil es kommt unter der Erde raus, wo es wärmer ist. Ja, weiter. Geradeaus. Yeah.
langsam. Geht. Langsam. Wow. Hier müssen wir runter. Weiter, geh, Luzi. Holla, fly, geh. Weiter. Weiter. Und los. Super! Und lauf, ihr Hunde! Jawohl! Super! Ja! Yeah. Fly, super! Ja! Yeah. Super, macht ihr das! Weiter! Da! Da! Mittig durch. Oh, hier haben wir sogar gebügelt. Oh, jetzt wird's besser. Geh, Luzi, fly. Auf die Straße, jawohl. Langsam, langsam. Und ab die Post. Nicht gebügelt. Sonntags bügelt keiner. Trinken, da runter, geh zum Fluss, geh! Oh, Luzi, pinkeln, okay, da pinkeln! Du siehst ein düsteres Stop. Tal, fühlst dich kraftlos und klein und liegst wach voller Angst runter, in der Nacht zum ganz Fluss. Allein. Geh! Du fühlst Luzi, dich pinkeln. Einsam, verloren, okay, noch eine leise Stimme schiebt dich weiter nach vorn. Und obwohl runter, du Angst Fluss. Hast, geh. Dass du die Richtung geradeaus verlierst, runter. Spürst du fest, dass ein Lichtpunkt dich führt. Mut heißt manchmal im Dunkeln, die Fackeln entfachen und voll Stärke in sich auch das Schwache langsam. Zu achten. Die Wunder der langsam. Welt auch im Nebel zu sehen, zu sich selbst und seinen eigenen Fehlern zu stehen. Mut heißt Wege zu gehen, die man selber kreiert, auch wenn man fällt und die Fährte verliert. Mut heißt manchmal zu warten, wenn alle dich treiben und manchmal zu fragen, wenn alle still schweigen. Mut heißt sich zu zeigen, befreit und geschminkt. Also steig durch den Wind, mach dein Tief
zu einem Höhenflug mit Freudentränen und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen. Lass uns Träume leben, neue sehen und durch die Wolken gehen. Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen. Lass uns Träume leben, neue sehen und durch die Wolken gehen. Dann langsam rum. Langsam rum. Mut heißt Welten verbinden und Grenzen zu sprengen, zu helfen und sich selbst den Fremden erkennen, sich Hände zu reichen und gemeinsam zu gehen, nach den Sternen zu greifen und Seiten zu drehen. Mut heißt weiterzusehen, als die Schule dich lehrt, weil die Weisheit des Herzens die Mutigen stärkt. Mut heißt Werte zu bilden, voll Integrität und zu fühlen, dass der Himmel dich trägt. Mut heißt die Linie zu halten, wenn es sein muss, allein und im Frieden zu bleiben, wenn Zweifler laut schreien. Mut heißt Lieben zu schweigen und offen zu sprechen, Gefühle zu zeigen und Hoffnung zu wecken, in stürmischen Zeiten durch Wolken zu brechen, sich still zu verneigen und Träume zu retten. Mut heißt weiter zu blicken und manchmal zu zweifeln, wenn alle nur nicken. Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen. Lass uns Träume leben, neue sehen und durch die Wolken gehen. Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen. Lass uns Träume leben, neue sehen und durch die Wolken gehen. Mut heißt weiter zu suchen und Freiheit zu achten, gemeinsam zu tun, was wir einsam nicht schafften. Sich manchmal bewusst von einem Ziel zu entfernen und seine dunklen Schwächen lieben zu lernen. Mut heißt Freunde zu rufen, wenn wir keinen Mut haben. Und manchmal bedeutet Mut auch Nein zu sagen. Hinter eiserne Fassaden von Grenzen zu schauen und bedingungslos klar seinem Herz zu vertrauen. Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen. Lass uns Träume leben, neues sehen und durch die Wolken gehen. Mach dein Tief zu einem Höhenflug mit Freudentränen und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Zäune heben mit Mut zu neuen Wegen. Lass uns Träume leben, neues sehen und durch die Wolken gehen. Mach dein Tief zu einem Höhenflug und entfach dein Leuchtfeuer voller Löwenmut. Lass uns Träume leben mit Mut zu neuen Wegen. Mut zu neuen Wegen. Mut zu neuen Wegen. So. Und los! Ja, hier können wir. Hier könnt ihr sporten, jawohl. An diesem Sonntagmorgen, den 24. Januar 2021, sind wir die einzigen Menschen, die hier sich durch den Westerwälder Schneesturm zackern und ackern. Und es ist nur verdammt schwieriges Fortkommen hier bei diesem Wind und auch immer wieder tiefe Schneewehen, wo die Hunde drin versinken, wo der Schlitten drin versinkt. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht fahren, wir dappen und kämpfen uns hier durch, aber auch das hat seine Reize und gefällt mir ziemlich gut. Tja, das, was hier heute Morgen und schon seit heute Nacht wieder über den Westerwald hereinbrettert, das ist die zweite Winterwelle oder
schon die dritte. Auf jeden Fall sind die Wellen nicht so langatmig wie bei der Corona-Welle. Aber sie hauen hier auch ganz ordentlich rein. Ich bin zum Beispiel jetzt wieder eingeschneit. Müsste ich jetzt irgendwo dringend hin? Oder würde ich einen zweiten Herzinfarkt bekommen? Oder irgendeine Malaise müsste ins Krankenhaus zum Arzt? Corona, tralala. Dann sehe ich hier verdammt alt aus. Denn hier ist zurzeit auf dem Campingplatz, hier auf diesen Nebenwegen, kein Autofahren möglich, auch nicht mit meinem Dacia Duster. Hier befinden sich überall fette Schneewehen. Ja, es ist jetzt nicht die Schneehöhe, die ist jetzt neuschneemäßig ungefähr bei 20 cm. Es sind die Schneeverwehungen, die jetzt viele Passagen, wo der Wind den Schnee ablagern kann, unpassierbar auch für Autos. Und eben unsere Dog-Trekking-Tour war eine verdammte Mühe. Ja, und hier mein Basislager sieht natürlich auch wieder ziemlich fett verschneit aus. Der Altschnee ist noch drunter. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Und dadurch bekommt das Ganze immer noch einen extrem winterlichen Touch. Gerade mal einen kleinen Rundgang hier über den Campingplatz, über meine Nachbarwohnwagen, ob die noch alle heil geblieben sind von den letzten Wochen. Viele Leute gucken den ganzen Winter nicht mehr nach ihrem Campingzeug. Und da kann es auch schon sein, dass durch die Schneemassen so manches vorzelt, aber auch mal an den Seiten zusammenkrachen. Dacia Duster Allrad aktuell nicht mehr befahrbar.
Der Schnee ist hoch und noch höher die Schneewehen, die sich zwischen den Wohnwagen bilden auf den Wegen. Die sind hammerhart fett. Hier müsste ich erstmal 3 Stunden schaufeln und bis ich hinten fertig bin, ist es vorne wieder zugeweht, nicht zugeschneit, zugeweht. Das geht ratzfatz bei dem starken Wind, dass freigeschaufelte Pisten wieder schnell zuwehen. Das ging auch ebenso auf meiner Dog-Scooting-Tour. Ich wollte auf dem Rückweg extra die alte Spur nehmen, um uns die Arbeit leichter zu machen. Aber die war schon wieder halb zugeweht. Gut ist, dass mein Gesundheitszustand aktuell ziemlich stabil ist, sodass ich jetzt keine Sorge habe, dass ich hier eingeschneit jämmerlich verrecke. Ich muss gestehen, das hier gefällt mir wie immer saugut. Jetzt freue ich mich auf ein zweites Frühstück und ja, einen schönen, warmen, gemütlichen Wohnwagen, wo ich mich jetzt verkrieche, hier wieder Fotos, Filme bearbeite, lese und mein Dasein genieße. Einfach nur mein Dasein. Und das Dasein muss kein besonderes sein. Es muss nicht mega geil sein. Es muss so sein, dass ich mich wohlfühle. Und das tue ich gerade. Verdammt gut sogar. So, jetzt muss ich meine zweite GoPro hier noch einsammeln, bevor ich mir es im Wohnwagen gemütlich mache. Muss ich die Kamera sichern. Und ja, habe ich neulich mal vergessen, habe ich die erst mitten in der Nacht vermisst. War ein bisschen bescheuert, aber so ist das manchmal mit mir. Ja, wie man hier sieht, ist hier mein Kanu-Regal unter der Schneelast zusammengebrochen. Das habe ich irgendwie nicht gut gebaut. Normales Wetter hat es jetzt einige Jahre ausgehalten, aber das hier ist so ein bisschen extrem und hier hat ein bisschen viel Schnee drauf gelegen und da sind die Halterungen ein bisschen abgebrochen und so ist das im fetten Winter. Aber die Kanus sind aus Hochdruck geblasenem PE und aus Aluminium, also die werden es überleben und irgendwann im Frühjahr hole ich die hier wieder raus, wenn der Schnee weggetaut ist. Ja, noch ein Ding jetzt. Jetzt hatte ich auch Probleme, Wasser zu holen und neue 11 Kilo Gasflaschen hierher zu transportieren. Aber eine Gasflasche habe ich heute Nacht gewechselt, 2 habe ich noch voll. Wasser ist auch noch da, sodass ich mich heute nicht durch diesen Neuschneesturm quälen muss, um für die wichtigen Sachen Wasser und Heizung zu sorgen. Ja, aktuell weht der starke Wind den fliegenden Schnee auch hier in meinen überdachten Unterstand rein. Aber so ist das nun mal in Alaska. The soul has no limitation. Thank you.
So, der Schneepflug hat jetzt hier zu meinem Glück meinen Zufahrtsweg sehr gut freigeräumt. Jetzt muss ich nur noch mein Auto wieder freiräumen, wie so oft schon in diesem Winter. Und hier die erste paar Meter Schnee wegsteppen, wo der Schneepflug nicht so nah dran kam. Und das... So, jetzt starte ich zu einer kleinen Rundfahrt durch den Hohen Westerwald. Hier ist die Straße gut geräumt und hier werde ich keine Probleme haben. Der Wind hat auch aktuell nachgelassen. Insofern wird es jetzt keine Probleme geben, so wie früher, wenn die Straßen an immer sehr schnell wieder zugeweht waren. Thank you.
Thema.